Aschering, ein Bauerndorf zwischen Ammersee und Starnberger See. Heute ist kaum noch zu verstehen, was 1964 geschah. Vier Südtiroler Burschen, in Italien und Österreich mit Haftbefehl gesucht, tauchen hier unter. Mit Hilfe von zwei örtlichen Kommunalpolitikern. Nur einige wenige im Dorf wussten davon. Einer war Helmut Eder. Nein, das hat man nicht gewusst. Das haben bloß ein paar haben das gewusst, was da gelaufen ist. Gell. Das hat nicht einmal der Bauer genau gewusst da drin, gell, was einquartiert war. Beim Stuhlmillerbauern gegenüber waren zwei untergebracht. Dann haben wir unserem Bürgermeister vertraut, weil das war früher unser Nachbar. Ich bin ja mit ihm aufgewachsen. Wir sind miteinander in die Schule gegangen und alles. Er hat gesagt, also wir brauchen es da nichts hin, er hat das alles in der Hand. Das war die illegale Zeit, war das. Er hat da links, Südtiroler Freiheitskämpfer, das ist der Oberrechner. War lebenslänglich. Ja. Dann rechts der Oberleiter, Heinrich, auch Südtiroler Freiheitskämpfer, der hat auch lebenslänglich. Das ist beim Stummler im Hof, wo sie aber gegrillt haben halt und auch Musik gespielt. Da haben wir zum Beispiel da vor dem Haus, haben wir die alle drauf, gell. Da ist der Fahrer, das war ganz ein kleiner, gell. Aber auch ganz ein ruhiger, der hat nicht viel geredet von der Sache, gell. Es waren die Pusterer-Buben. Für den italienischen Staat waren sie Terroristen. Für ihre Südtiroler Landsleute Freiheitskämpfer. In Aschering fragte niemand danach, woher sie kamen, wohin sie gingen. Man half einfach, sagt Toni Grenzebach. Zu mir ist der Landrat gekommen und hat gesagt, der hat, wir haben immer gesagt, Südtiroler Buben, die müssen sich bei uns versteckt halten, wo wir annehmen. Haben Sie gewusst, wer die sind und woher die kommen? Am Anfang habe ich es nicht gewusst. Gell. Müsste es nur aufhören, dass gleich vier, fünf da sind. Gell. Ja, ich habe dann gefragt, gell, wo sie her sind. Dann haben die gesagt, ja, hast du schon mal was gehört von da drinnen, gell, von Massenspringen und so. Da sag ich, ja, freilich habe ich da was gehört. Das Fahndungsplakat aus dem Jahr 1963. Vier junge Gesichter. Anfang 20. Josef Fohrer aus Mühlen im Pustertal. Verurteilt in Abwesenheit zu lebenslänglich wegen Anschlägen auf die Einheit des Staatsgebietes Italien. Josef Fohrer ist heute Hotelier in Österreich. Stets freundlich, aber zugleich unnahbar. Verschlossen. Siegfried Steger, sein Jugendfreund. Er wurde wie die anderen 1969 zu lebenslänglich verurteilt. Auch er lebt heute in Österreich. Der Kampf im Untergrund hat ihn hart gemacht und auch verbittert. Er ist Ehrenmitglied von zwei Südtiroler Schützenkompanien. Der einzige der vier Gesuchten, der heimkehren durfte, ist Heinrich Oberlechner. Nach seinem Tod im Dezember 2006. Er war der Sensible, der sich mit dem Urteil, aber nicht mit dem Exil abfand. Anders als Heinrich Oberleiter, der heute sagt, jede Minute habe sich gelohnt. Es ging einfach darum, die Weltöffentlichkeit auf das Problem drauf aufmerksam zu machen und eben auch die Italiener einfach auf einer empfindlichen Stelle zu treffen. Die Ziele waren, um uns zu befreien. Das sagt alles. Nicht? Das andere ist, was sich dann ergeben hat, das
ist wieder was anderes. Und ja, wir wollten dieses Land, unsere Heimat, befreien. Die Teilung Tirols. Das Problem, das es seit 1919 gibt, als Österreich, als einer der Verlierer des Ersten Weltkriegs, den südlichen Teil seines Berglands an Italien abtreten muss. Die Teilung, die zur leidvollen Geschichte wird, als der Diktator Mussolini die neue Provinz vor dem Brenner mit brachialer Gewalt italienisiert. Die nach 1945 erneut Schlagzeilen schreibt, als Italien und Österreich einen Vertrag für Südtirols Autonomie unterzeichnen. Ein Vertrag, der wenig später schon nichts mehr wert ist, weil Italien alles beim Alten lässt. Keine Autonomie, sondern Demonstration von Staatsmacht. Mit Militär und Polizei. Unlösbar wird das Problem, als nach 1950 Tausende von Süditalienern ins Land geholt werden. Für sie entstehen Arbeitsplätze und Wohnungen. In Bozen ein ganzes Stadtviertel. Arme Teufel aus dem Süden, die im Norden ein politisches Problem lösen sollten. Protest begann sich zu regen und der Ruf nach Selbstbestimmung. Ein paar Funken genügten. Willkürliche Verhaftungen und das Wort Widerstand kam auf. Als dies geschah, waren die Pusterer nicht ganz 20 Jahre alt. Ich hatte kein schlechtes Verhältnis so zu den Italienern. Ich habe mir gesagt, ja, sie sind in Ordnung, aber sie sollen halt auch in ihrem Land bleiben. Diese Unterwanderung war das gewesen eben, was ich einfach nicht gebilligt habe. Die jungen Südtiroler haben kaum einen Arbeit gekriegt, außer Bauernknecht oder wenn halt in Dorf ein Schmidt oder irgendwas war, dass er da mal irgendwo einen Beruf gekannt ergreifen. Sie haben sie alle gemäß praktisch die Heimat verlassen und in Ausland schauen, dass sie ihr Brot verdienen. Das Elternhaus von Siegfried Steger. Die Kohlgrube in Mühlen im Pustertal. Die Erlebnisse, was ich gehabt habe in der Gastwirtschaft, wie die Bauern untereinander gesprochen haben, gejammert haben, dass wenn da nichts passiert, dass Südtirol verloren ist. Da war ich dann, das habe ich alles ein bisschen mitgekriegt. Ich habe mitgekriegt die ganze Sache mit der Faschistenzeit, was da so gesprochen ist worden und die Optionen und so weiter. Es war eine Zeit, in der im Hintergrund schon längst die Fäden gezogen wurden für ein Netzwerk des Widerstands in ganz Südtirol. Es war damals so eine Zeit, wo sich allenthalben was gerührt hat. Es wurden illegal Tiroler Fahnen aufgehängt, auf unzugänglichen Stellen, Seilbahnen, sogar auf Hochspannungsleitungen, lebensgefährliche Geschichte. Da hat man halt das so ein bisschen herumgehorcht und von einem, von anderen in diesem oder jenem Dorf hat man erfahren, aha, der ist auch dabei. Und da sind wir dann mit anderen gleichgesinnten Südtirolern zusammengekommen. Und man hat daraufhin beschlossen, dass, wenn Italien nicht einlenkt in Sachen Autonomie, mit Gewaltdemonstrationen reagiert werden soll. Das hat sich dann so langsam entwickelt und so ist halt eben diese Widerstandsbewegung entstanden. Die Feuernacht, 13. Juni 1961. In einer einzigen Stunde werden quer durchs Land 37 Hochspannungsmasten gesprengt, die Versorgung der oberitalienischen Industrie empfindlich gestört.